So, hallo ihr Lieben, grüßt euch zurück. Ich habe heute hier ein spannendes Papyrus im Hintergrund, den Codex Sinaiticus. Ich habe jetzt im deutschsprachigen Bereich noch kein Video darüber gefunden und wir reden hier über eine der wahrscheinlich größten Bibelfälschungen, die wir uns vorstellen können. Und wenn das bestätigt werden würde, würde das massive Folgen auf alle Bibelschriften haben, die wir heute kennen. Ja, gehen wir mal näher drauf ein, ne? Ihr Lieben, bis gleich. Also, ja. Die Bibelfälschung Codex Sinaiticus. Ihr Lieben, laut den Thesen von Edwin Johnson entstand die christliche Kirche in den Schreibstuben der benediktinischen Klöstern von Frankreich in Lyon und Paris um das Jahr 1500. Nach seiner These wurden viele Kirchenväter erfunden und das heutige Neue Testament dort neu geschrieben. Wir reden von dieser Zeit, von einer Zeit der späten Form des Reformismus des Christentums, ihr Lieben, bei dem die Erfindung des Buchdrucks in Mainz um 1440 genau zur rechten Zeit kam. Ich sage nicht, was ich behaupte. Ich zitiere jetzt einfach nur Edwin Johnson. Edwin Johnson begründet nämlich seine Thesen in seinem Buch Große Aktion. Als frühestes Datum für vertrauenswürdige Nachrichten aus der Kirche wird von ihm das Jahr 1533 angegeben. Johnson gibt auch an, dass die, nennen wir es mal die Fälscherstuben, an folgenden Orten waren. Er erwähnte Bobbio, das liegt in Italien, Monte Cassino ebenso, Fulda, Deutschland, Saint-Denis und Saint-Germain in Paris, also Frankreich. Und einer der größten Akteure sollte dabei Johannes Trittenheim, Johann von Trittenheim gewesen sein. Ich wohnte in Deutschland ungefähr 10 Minuten mit dem Fahrrad entfernt von Sponheim, von Kloster Sponheim, in dem Johannes Trithemius, also Johannes von Trittenheim, wirkte. Die Thesen des Buches von Johnson sind zwar erstmal, sagen wir einfach ja, Thesen, welche aber bis heute keiner widerlegen konnte. Johnson schreibt über einen sogenannten Konstantin von Tischendorf. Das ist eine ganz wichtige Person. Der will eine der ältesten Bibelschriften der Menschheit, den Codex Sinaiticus, wie der Name schon sagt, am Sinai entdeckt haben wollen. Ein Konstantin Simonides wiederum, also da heißt auch Konstantin, verkündete anschließend, dass er selbst diesen Kodex im Jahr 1840 als Fälschung schrieb. Also der Konstantin von Tischendorf will es entdeckt haben am Sinai. Und der Konstantin Simonides sagt, nö, das Ding habe ich 1840 gefälscht. Das kannst du da gar nicht so einfach gefunden haben. Man muss zu diesem Konstantin Simonides Folgendes sagen. Er galt tatsächlich seinerzeit als einer der größten Schrift- und Bibelfälscher seiner Zeit, dem man nachsagt, er habe die Bibel umgeschrieben. Tischendorf erzählte zu seiner angeblichen Entdeckung eine atemberaubende Geschichte, wie er an diesen Codex Sinaiticus gekommen sein soll. Er verschaffte sich seiner Erzählung nach auf spektakuläre Weise, so wie Indiana Jones, Zugang zu dem sogenannten Katharinenkloster am Sinai und fand dort den Codex in einem Korb. Er erkannte seiner Erzählung nach sofort, dass es sich um ein wichtiges Dokument, eine wichtige Bibelschrift aus dem 4. Jahrhundert handelte und rettete den Kodex aus einem Korb,
da die Mönche kurz davor waren, diesen anzuzünden. Er rettete seiner Aussage nach diesen Kodex also vor einem Feuer. Jetzt sollte man vielleicht wissen, dass in so einem Kloster tausende Schriften existieren. Und der hat natürlich auf einige Meter Entfernung eine Schriftrolle in einem Korb entdeckt und hat auf Anhieb erkannt, dass das eine der wichtigsten Bibelschriften aus dem 4. Jahrhundert ist. Na, das ist schon klar. Und zu dem Korb, der angeblich hinterher angezündet werden sollte, weil wir verbinden Korb mit Papierkorb, ist es tatsächlich so, dass zu der Zeit in unzähligen Klöstern Schriftrollen in Körben aufbewahrt wurden. Also die Frage wäre hier zu stellen, ob die wirklich angezündet werden sollten. Die Geschichte war wahrscheinlich erfunden, weil nichts davon wahr war. Es hört sich einfach nur abenteuerlich an. Das Spannende ist, dass es noch nicht mal eine Lüge war, wenn die Kirche behauptet, dass dieses Manuskript aus dem 4. Jahrhundert stammt. Aber es ist auch nicht die ganze Wahrheit. Und wir wissen, die halbe Wahrheit ist meistens immer eine Dreiviertellüge. Ja, das Leder war aus dem 4. Jahrhundert. Die Schrift hingegen nicht. Es war üblich, dass ein Papyrus oft sogar mehrfach beschrieben wurde, da die Herstellung des Materials wirklich zur damaligen Zeit sehr teuer war. Ich kann euch das Buch Die Odyssee eines Fälschers von Rüdiger Schappert dazu empfehlen. Er beschreibt die abenteuerliche Geschichte des Konstantin Simonides, der Europa zum Narren hielt und nebenbei die Antike einfach mal neu erfand. Simonides nahm nämlich alte Papyrus und schrieb einen anderen Text darüber, benutzte aber viel blassere Tinte, sodass es aussah, als sei sein Text der ältere. Die Blätter sahen zwar echt aus, weil sie waren ja auch echt, nur durch die Inhalte konnte man tatsächlich, ja, den möglichen Betrug erkennen. Simonides, muss man dazu sagen, bediente den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Er tat einfach nichts anderes als das, was der Zeitgeist verlangte. Denn in dieser Zeit suchte man wirklich im Staub und der Erde nach Zeugnissen der Vorväter, um sich der eigenen Gegenwart und Herkunft bewusst zu sein. Es war so die Entdeckerzeit. Es lag in der Natur, dass man dabei am liebsten das fand, was man finden wollte. Neben großen Fälschungen, die er der Kirche präsentierte, gab er auch vor, Werke von Homer, Anakreon und Pythagoras entdeckt zu haben. Die waren aber ebenso gefälscht. Die Universitätsbibliothek Leipzig kaufte ihm auch 1855 drei Blätter eines angeblichen Hermasbriefes für 5.000 Taler ab. Aber aufgrund des Verdachtes von Betrug kam er tatsächlich dann auch für kurze Zeit ins Gefängnis. Schaper schreibt in seinem Buch, dass Simonides in einem verschachtelten Konstrukt, nennen wir es mal so, aus Unwahrheiten immer neue Unwahrheiten erzeugen muss. Wer einmal lügt, muss die Lüge aufrechterhalten. Er war mit einem Bein eigentlich in der Antike und mit dem anderen im Knast. Und selbst wenn wir davon ausgehen könnten, dass Manuskripte aus dem 3. und 4. Jahrhundert tatsächlich echt sein sollten, so finden wir doch zum Teil völlig andere Texte in der Bibel von heute wieder. Ein Beispiel. Das Evangelium des Markus soll das älteste sein. Die Geschichte der Wiederauferstehung und der Himmelfahrt Jesu liest man dort im Kapitel 16. Jetzt wird's spannend. Dieses Kapitel endet heute mit Vers 20. Wenn wir uns aber die alten Schriften ansehen, dann fehlen alle Verse ab dem 8. Wo kommen jetzt Vers 9 bis 20 her? Ich habe eine kleine Übersicht gemacht von alten Schriften, in denen Verse 9
bis 20 fehlen. Hier zitiere ich den Codex Sinaiticus selbst, den Codex Vaticanus, die Minuskelhandschrift aus dem 12. Jahrhundert, der Sinai-Syrer, der soll aus dem 4. bis 5. Jahrhundert stammen, die koptische Übersetzung aus dem 4. Jahrhundert und die armenische Übersetzung um 400 nach Christus. Auch Kirchenväter wie Clemens von Alexandrien, gestorben ungefähr 250 nach Christus, Origenes, der sehr bekannt ist, 254 nach Christus gestorben, und Eusebius, gestorben 339 nach Christus, kannten die Verse um die Wiederauferstehung und der Himmelfahrt nicht. Vergleichen wir mal Johannes 5,7 und fällt uns Folgendes auf. In der Schlachter-Version von 2000 steht bei Johannes 5,7 Folgendes. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegten im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist, und diese drei sind eins. In der Elberfelder Bibel steht hingegen, denn es sind drei, die es bezeugen. Wogegen in der Lutherbibel von 2017 steht, denn drei sind, die das bezeugen. Man hat also in der Schlachterbibel versucht, die Trinität, ich nenne es mal jetzt ganz profan, hineinzufuschen. Ein Erasmus von Rotterdam soll derjenige gewesen sein, der dies 1517 nach Christus fälschte. Die Kirche will uns erzählen, dass wir durch viele Sakramente und Rituale Erlösung erlangen können und verheimlicht uns aber, dass jeder die göttliche Schöpferkraft und Energie in sich selbst trägt. Die Kirchenväter seien die auserwählten Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Damit täuschte man bis in die heutige Zeit mehr als 1 Milliarde Menschen. Es ist eine Lüge. Eigenartig erscheint ebenso, jetzt wird es nochmal interessant, dass der Codex Sinaiticus bis ins 19. Jahrhundert überall so beschrieben wurde, dass sein Papier sehr weiß ist und keine Flecken enthält. Die 694 Seiten erschienen sehr, sehr gut erhalten. Schaut man sich aber das Exemplar ab dem 19. Jahrhundert an, erscheint es auf einmal sehr dunkel eingefärbt und fleckig. Hat da jemand Kaffee drüber geschüttet? Komplett? Der seriöse Forscher Stephen Avery beschreibt, dass bis 1850 der gesamte Kodex inklusive der Septuaginta des Alten Testaments mit allen eingebetteten Apokryphen das Neue Testament und die Briefe des Barnabas als weiß bezeugt wurden. Zwei Teile wurden rausgenommen und dem König von Sachsen übergeben. Es wurde also getrennt. Und diesen Teil nennt man heute Codex Fridericus Augustanus. Der ist heute noch weiß. Tischendorf wusste also ganz genau, dass die ursprünglichen Texte, die er in der Hand hielt, weiß waren. Nachdem er diese in der Hand hielt, wurden sie als dunkelgelb beschrieben, ab diesem Zeitpunkt. Tischendorf war also eingeweiht. Entweder hat er die Fälschung selbst erstellt oder er wusste, wer es war, behielt das Geheimnis aber für sich. Was sagt dazu so schön Lukas 8,17? Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbart werde, auch nichts Heimliches, das nicht kund werde und an den Tag komme. Ebenso Matthäus 10,27, was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und das, was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Und das machen wir hiermit. Wir leben in einer Zeit, der wir dank der Technik, des Internets, der Beendigung der Hexenverfolgung wirklich langsam viele Wahrheiten an das Tageslicht bringen dürfen.
Zum Abschluss will ich euch nochmal klar und deutlich vor Augen führen, falls der Codex Sinaiticus eine Fälschung sein sollte, dann hätte das tatsächlich sehr weitreichende Folgen. Es würde nichts anderes bedeuten, als dass wir fast alle heiligen Bibelschriften, die aus diesem Kodex abgeleitet wurden, in Frage stellen müssen. Dass vieles gefälscht ist, das wissen wir ja aus vielen meiner Videos und hier sicherlich auch von anderen. Es muss die Frage gestellt werden und es muss in Frage gestellt werden. Und laut dem Schriftsteller Wilhelm Kammerer und seinem Buch Die Fälschung der deutschen Geschichte sind fast alle kirchlichen Schriften gefälscht. Weisen sie doch die gleichen Merkmale auf. Von sogenannten Pseudo-Epigraphen nennt man das. Konfrontiert man die Kirche und dogmatischen Bibelgläubigen mit den Fälschungen der Bibel und den unendlichen Gräueltaten, Massenmorden, Steinigungen, Kreuzigungen, Folterungen, Verbrennungen, dann wollen sie nichts davon wahrhaben und nichts davon hören. Was nicht sein kann, darf nicht sein. Und dann kommen dann so fantasievolle Argumente, die ins Aufgetischt werden, so wie zum Beispiel Gott habe die Hand über die Bibel gehalten, damit nichts gefälscht werden kann. Was diese Menschen dabei aber schnell verdrängen, ist die Tatsache, dass Gott uns den freien Willen gegeben hat. Er hat die Menschen niemals davon abgehalten, das Ding zu fälschen oder Schriften generell zu fälschen. Allerdings hilft er allen Wahrheitssuchenden, die Wahrheit zu erkennen. Siehe Johannes 8, 32. Denn ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Der hat uns nicht zu einem willenlosen Wesen gemacht, ihr Lieben. Wir sind als freie Seelen mit einem freien Willen erschaffen worden. Und alle Menschen unterliegen hier auf der Erde diesen kosmischen Gesetzen, der Dualität, der Polarität, den hermetischen Gesetzen. Wer hier vor allem das Gesetz von Saat und Ernte kennt, der weiß es. Denn diese predigte Jesus bereits schon auf der Bergpredigt, wurde uns aber von der Kirche niemals wirklich gelehrt, um sich zum Mittler zwischen Mensch und Gott zu erheben. Und deshalb ist die finstere Seite, die dunkle Seite, die andere Seite des Lichts immer darauf angewiesen, uns zu täuschen, mit List und Hinterlist zu arbeiten. Und dazu gehört natürlich auch die Fälschung von Schriften. Jedoch kann der freie und offene Geist immer auf die Suche gehen. Wer sucht, der wird finden, und wer bittet, dem wird gegeben. Wir leben jetzt wirklich in einer wunderbaren Zeit, in der uns vieles Wissen wieder zur Verfügung steht. Wie es mir der alte Brahmane sagte, es ist einer meiner Aufgaben, uralte und antike Schriften wieder auszugraben und den Menschen heute in Form von Wissen und Weisheit zugänglich zu machen. Das habe ich mir halt auch auf die Fahne geschrieben. Wir leben wirklich in einer Zeit, in der uns dieses Wissen wieder zur Verfügung stehen kann. Und das ist echt ein Privileg, so betrachte ich das, das uns vor, ich sag mal, rund 50 Jahren noch gar nicht zur Verfügung stand. Und wer sich heute bemüht, wirklich, der kann die Wahrheit finden, ohne stigmatisiert, verbrannt, gekreuzigt, gesteinigt oder ermordet zu werden. Also, worauf warten wir noch? Hinterfragen wir die Dinge einfach wieder. Gehen wieder zum Dichter, Denker und Poetentum über. Hinterfragen die Dinge, drehen ruhig jeden Stein dreimal rum. Wir sind hier auf Erden, ihr Lieben, um unsere Seelen zu veredeln. Und auch die finstere Seite muss unseren freien Willen respektieren. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass wir unseres Bewusstseins bewusst werden. Denke, bevor du denkst. Ganz nach dem Motto einer sogenannten Vorinkarnation, eines Seelenaspektes von Thomas, dem siebten Zarathustra, der einst sagte, gute Gedanken, gute Worte und gute Taten. In diesem Sinne, ihr Lieben,
hoffe, euch wieder ein paar interessante Details geliefert zu haben. Da kann man mal drüber nachdenken, was da so alles dran ist. Und ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ciao. Seid gesegnet.